Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zurück zu einer magischen Episode Let's Play Hogwarts Legacy. In der letzten Episode sind wir richtig steil gegangen. Wir haben die zweite Prüfung absolviert, sogar einigermaßen souverän. Die Rätsel haben mich wirklich mehr beansprucht als die Kämpfe selbst. Die Kämpfe, die waren easy peasy, es war gar kein Problem. Aber wie es weitergeht, nach dem Intro, viel Spaß. Get up, down, the base is down. Und da sind wir zurück im Slytherin Gemeinschaftsraum. Habe ich Nachrichten von Chicken Wings? Nö, da ist nichts Neues bei. Die ganzen Quests, die werden gleich noch kommen. Ganz auf entspannt. So, ja. Sie erzählte mir von deiner Begegnung mit den Wilderern. Mhm. Ich habe auch ein paar Neuigkeiten über sie. Können wir uns bald treffen? Ich fürchte, einiges von dem, was ich aufgedeckt habe, hat mit dir zu tun. Schauen Sie bitte bei Gelegenheit im Raum der Wünsche vorbei. Deek erwähnte, dass Sie vielleicht lernen möchten, wie man Tierwesen züchtet. Oh ja. Niff-Niff-Babys. Ich soll Ihnen den Explosionszauber Bombarda zeigen. Wenn Sie meine Aufgaben abgeschlossen haben, kommen Sie nach dem Unterricht zu mir. Wow! Habt ihr das gesehen? Ja, gut. Gut, Tierwesen züchten, Freunde. Das klingt nach einem Plan. Würde ich behaupten. Das heißt, wir bewegen unsere Arschis rein in den Raum der Wünsche, Freunde. Ohne Wenn und Aber. Wird gar nicht verhandelt. Tierwesen sind toll. Ich mag die. Hallo. Ah, dann können wir nochmal schnell unseren Vorrat auffüllen. Am Maxima trinken. Und Heiltränke. Nehmen wir auch gleich mal mit. Jawollo! Deek, wo bist du? Hallo! Hallo, Deek. Du wolltest mich sprechen? In der Tat. Deek dachte, Sie möchten vielleicht lernen, wie man ein Zuchtgehege baut, um Tierwesen zu züchten. Oh ja. Das klingt nach einer guten Idee. Rettung und Zucht von Tierwesen gehen Hand in Hand. Junge Tierwesen sind besonders durch Wilderer gefährdet. Wenn wir die Tierwesen hier im Raum züchten, können wir die Jungtiere gut beschützen. Ich verstehe. Was muss ich tun? Bringen Sie zunächst ein Pärchen Tierwesen in den Raum. Männchen und Weibchen. Deek schlägt vor, Testrale zu retten, da sie stark gefährdet sind. Es sind edle Geschöpfe, aber ihre Beziehung zum Tod beschert ihnen einen schlechten Ruf. Wilderer jagen sie wegen ihrer Schweifhaare. Ich habe schon Testrale gesehen. Aber wie finde ich ein paar in der Nähe? Deek hat in der Nähe des Schlossgeländes einige wilde Testrale gesehen. Dann müssen Sie bei Wälzer und Schriftrollen eine Zauberanweisung für das Gehege kaufen und die benötigten Materialien sammeln. Wenn Sie die Testrale und die Zauberanweisung haben, sprechen Sie mit Deek. Okay. Aber vorher gucken. Oh, Auftrag gestartet. Das Fohlen des Todes. Vorher schauen wir nochmal kurz Niff-Niff. Niff-Niff. Ja, Niff-Niff. Kommt sogar hier angestratzt. Wir müssen aber noch schnell unsere Zauber hier ausrüsten. Sonst wird das nichts. Dann fühlen die sich nämlich verarscht. So, das wird dann hier wieder... Nee, das war doch falsch. Hier kommt die Bürste hin, da kommt er hin. Dann der Arresto Momentum. Und das Köfferchen. Oh, Niff Niff, hallo. Guten Tag. Nom, 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 nom.
Nif, nif. Nom, nom. Nom, nom. Nur voll wie so ein Kätzchen. Die sind voll süß. So, wir haben einen weiblichen Testral. Wir brauchen noch einen männlichen Anwärter. Wie viel Platz habe ich hier noch? Ja. Die Mondkäber ziehen dann eh bald um. Dann passt es. Okay, wir brauchen einen männlichen. Und die Zauberanweisung. So, dann würde ich sagen, schnacken wir hier gar nicht so lange. Weltkarte. Hm. Testrale hat man doch aber auch bei uns in der Nähe, oder bin ich jetzt doof? Hm. Ja gut, dann reisen wir halt dahin, ne? Männlich, Freunde. Männlichen Testral. So. Männlichkeit, ne? Wisst ihr? So. Kennt ihr. Let's go. Quietsch. Diese Tür würde ich dringend ölen an eurer Stelle. Ach komm schon, hör doch auf. Du tust dir nur weh. Hundi Wow Wow. Psch, ist doch gut. Platz hier, ich hänge. Hab dich gewarnt. So, Merlins Rätsel. Nee. Oh, welch angenehme Überraschung. Ja, egal, komm, machen wir. Okay, da sind die Testrale. Aber Revelio. Was für ein Rätsel ist das jetzt? Einfach hier... Ach, lol. Mhm. Incendio. Ach hier. Zauber von Salazar Slytherin studiert. Triff mich in der Krypta. Keine Zeit. So, easy. Merlin. Das war ja wohl gar kein Problem, oder? So, jetzt brauchen wir noch unseren männlichen Kollegen und wir brauchen die Beschwörungsanweisung. So ein Ding ist das. Ganze Zeit Cam ausgehabt hier. Hallo. Gut. Testral männlich. Gibt's davon auch noch Shiny? Das wäre schon eine echt krasse Seltenheit. Testral weiblich, weiblich, männlich. Gib mir mal eine Info zu ihm hier. Ah, Lil Shiny. Oha. Kollege, es tut mir leid, ne, aber du kommst mit. Definitiv. Bleib hier. Auf gar keinen Fall lasse ich dich jetzt abhauen. Das lässt doch schön sein. Den Kollegen, dem möchte ich gerne mitnehmen. Das heißt, wir stratzen dem erstmal ein bisschen hinterher. Komm schon. Komm doch her. Arresto, Moment.
Den erstmal finden und kriegen. Scheiße. Okay, wir versuchen es mit Glacius. Komm her. Wir warten noch kurz. Glacius! Du. Oh, lol. Da ist er wohl abgestürzt. Sorry. Nein. Ey. Okay. Scheiße, ich darf den nicht aus den Augen verlieren. Glacius. Da gleich mit drauf. Okay. Das ist gar nicht so einfach. Einen shiny männlichen Testral. Hallo. Wie geil ist das denn bitte? Macht nach, Leute. Bin ich gerade ein bisschen zufrieden mit mir. Also zumindest, wenn ich ihn dann habe, ne? Der verarscht mich gerade. Der hat so gar keinen Bock auf mich. Kannst du bitte landen? Ist er, ne? Yep. Jawohl. Okay. Perfekt. Haben wir. Ruhig. Eine männliche Shiny-Testral. Ja, gut. Easy peasy. So, jetzt noch schnell ab nach Hogsmeade. Jetzt besorgen wir uns diese Zauberanweisung. Diese Beschwöranweisung. Geil. Und da gibt es ein Testral-Baby. Mhm. Und hoffentlich wird dem Raum der Wünsche dann auffallen, dass wir mehr Platz brauchen. Oh, Muschelchen. Entschuldigung. Miau. 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 Klingt noch nicht so traurig. Alles wird gut. So. Alter, hier ist aber heute viel los, ne? Okay. Mr. Brown war das, ne? Immer schön, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Ja, hi. Schauen wir uns mal an, was wir haben. Ich brauche die Zauberanweisung. Für 1000. Nun kann ich im Raum ein Zuchtgehege beschwören. Ja, müssen wir ja jetzt auch. Jetzt aber mit den Testralen zurück zu Deke. Perfekt. Perfekt. Ich guck gerade noch mal, ob ich schnell hier unsere kleine Band wiederfinde. Ey, heute ist aber hier eine ganze Menge los, ne? Hm. Ein Weasley. Hm. Oh, guck mal. Die führt einen Schlepptanz auf. Oder die versucht gerade das Shuffle zu erfinden. So, wisst ihr? Cool. So, schön, schön. Ja, aber ich glaube, die Band ist nicht da. Ja, Leute, dann mal ab in den Raum der Wünsche, ne? Wir müssen unsere testralische Bunga-Bunga machen. Oh ja. Das wird so toll. So, Raum der Wünsche. Let's go. Ganz auf entspannt, Freunde. Ja. Na, was will er? Die Testrale sind sicher und die Gehegezauberanweisung ist gekauft. Ausgezeichnet. Um ihre Testrale zu züchten, ja, setzten sie sie einfach ins selbe Tiergehege, in dem sie das Zuchtgehege beschwören. Benutzen sie dann das Zuchtgehege. Sprechen sie mit Deke, wenn sie fertig sind. Mache ich. Ich frage mich, wo ich das Gehege beschwören soll. Ach, das ging mal doch hin. Oh! Der Sumpf ist da, der Sumpf ist da.
steht da ja dran. Aha! Gut, ich staune immer wieder über den Raum. Jetzt haben wir den perfekten Ort für diese Testrale. Bitte berichten Sie Deke von Ihrer Zucht. Ist das toll! Ja, Leute, ihr wisst, was das heißt. Ihr wisst, was das heißt. Das heißt, wir werden einmal ganz kurz ein bisschen umbauen. Das wird die Frau freuen, wenn sie das sieht. Weil wenn ich nämlich hier anfange umzubauen, bedeutet das im Umkehrschluss, wir haben mehr Platz für Niff-Niffs. Das wird die Frau Exims freuen. Die ist ein richtiger Niffler-Fan. Nee, wir fangen erstmal natürlich mit der Nom-Nom-Zentrale an. Das ist das Allerwichtigste. Hier so. Bam. Dann schauen wir mal gerade, wie groß das Tiergehege ist. Das geht eigentlich. Können wir hier hinten so hinstellen. So in etwa? Ja. Und wir brauchen definitiv auch hier was zum Spielen. So. Okay. Dann holen wir mal die Mondkälber und unseren Testral ran. Ja. Das heißt, wir haben auch Platz für Kinieselgärtchens. Und wir brauchen Kröten. Das klingt bescheuert, aber ist so. Und ich meine jetzt damit nicht Kohlen. Monados. Hallöchen. Na, keine Angst. Ganz ruhig. Oh, das mögen die überhaupt nicht. Das mögen die gar nicht. Ich kann es ja nachvollziehen. Aber wir müssen ein bisschen Platz schaffen. Außerdem fühlt ihr euch doch im Dunkeln viel, viel wohler. Im Dunkeln fühlen die sich richtig wohl. Wir schauen hier nochmal. Genau. Und den Testral brauchen wir noch. Der ist da oben. Hallo! Ich glaube, der fühlt sich auch verarscht. Das glaubt Professor Howell nie. Das heißt aber auch im Klartext, hier sind sie nämlich gerade, unsere Niffler. Ihr braucht einen Bunga-Bunga-Palace. Das stelle ich fürs Erste hier hinten auf. Ja, wollen wir das mal ausprobieren direkt? Ich denke, wir sind alle uns im Klaren darüber, dass es jetzt erstmal ein Niff-Niff-Baby geben muss. Wähle eine Tierart. Ein Niffler. Ah. Oh. Ah, Niff-Niff. Oh, ihr fühlt sich aber wohl. Oh. Tierwesen handhaben. Ah. Oh, guck mal. Da. Ei eines Nifflers. Ein Niff-Niff-Ei. Niff-Niff. So. Ein Niff-Niff-Ei. Okay. Dann bringen wir mal eben auf tiefenentspannt unsere anderen Tierwesen rüber. Ich möchte die ungern so in Gefangenschaft halten. Haben wir eigentlich irgendwas an Dekoration? Wartet mal gerade. Gegenstände für draußen. So Laternen wären geil. Nee. Das ist bitter.
Weil das hier sind alles nur so Statuen, Bäume. Feuerschale. Schlangenfeuerschale. Ja, dass man halt ein bisschen Licht halt generiert. Wisst ihr, was ich meine? Okay. Dann lassen wir mal unsere Kollegen hier einziehen. Shiny männlich. Alter, da bin ich sowas von stolz drauf. Und ich glaube, hier fühlen sich die Mondkälber auch wohl, weil da oben ist Mond, wisst ihr? Mondkalb, Mond und so. Ich glaube, dann sind die vollends zufrieden. Du bekommst aber noch ein bisschen Liebe. So, genug. Hast du deine Dame kennengelernt? Nein, noch nicht. Macht nichts. Ihr werdet jetzt richtig geil gepflegt poppen. So ein Ding ist das. Let's go. Ihr habt euch ja jetzt beschnuppert. Kurz. Ne? Perfekt. Oh, das ging aber schnell, du. Das ist geil. Das, da freue ich mich richtig drauf. Dass wir hier einen Shiny haben, das ist schon... Das ist schon nice. Ja, ist doch gut. Nee. Aber ja, hier wäre ein bisschen Licht ganz gut. Habt ihr euren Umzug gut überstanden, ja? Scheint so. Sehr schön. Okay. Das war doch muy nice, Freunde. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wir könnten gerade mal noch schauen. Wohl. Hier kann man nämlich dann auch mit Wegen und so ein Zeugs arbeiten. Ich finde das persönlich immer ziemlich geil. Teile eines Gebäudes. Das sind halt wirklich nur Gebäude, ne? Das heißt, man könnte jetzt hier theoretisch so eine Art Burg bauen. Teile eines Gebäudes. Das sind... ein antikes Kopfsteinpflaster. Finde ich auch geil. Kopfsteinfels. Wie würde das denn aussehen? So sieht das dann aus. So eine Art Weg kann man sich hier so gestalten. Ja, dafür, um das mal vernünftig zu gestalten, bräuchte man halt schon Licht, ne? Das wäre so geil. So ein bisschen mit Dekorationsartikel und. Kann ich so krassen Kram machen? Sand... Waldbohnen wäre auch interessant. Ne? Wisst ihr, was ich meine? Also den entferne ich jetzt wieder, aber das wäre schon... Wäre schon krass, was man hier alles so gestalten kann. Da muss ich mich irgendwann mal ransetzen. Es sei denn, ihr sagt, ja, nee... ist eher unwichtig. So, perfekt. Aber unsere Tierwesen sind versorgt. Dann schauen wir mal gerade nach unseren Aufträgen, beziehungsweise ist noch was nicht fertig. Wissenschaftlich. Botanisch hatten wir das hier, ne? Schön.
Damit wir hier so einen einheitlichen Stil auch haben, ne? Es soll nicht aussehen wie Hunst und Kunst. Ist das eine botanische Decke? No. Nee. Wir hatten doch hier diese... Genau, die hier. Es muss schon seine Richtigkeit haben, Freunde. Ja, das sieht doch gleich ganz anders aus. Viel gepflegter, viel hübscher. Ja. Ist das botanisch? Das sieht mir nicht nach botanisch aus, irgendwie. Das sieht mir ja fast nach gotisch aus, ja, ich wollte schon sagen. Er muss doch ein einheitliches Konzept sein. Hier nicht so Villa Kunterbunt-Style, sondern, ne? Ja, das gefällt mir schon viel besser, Freunde. Das gefällt mir schon viel besser. Dieser Stuhl, ne? Da wohnt Likoka. Das ist ihre. Steht jetzt auch nicht so im Weg rum. Nicht zu identifizieren. Chillig. Ah, es macht schon was her. Doch, 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 doch. Mit der Statue habe ich vielleicht ein bisschen übertrieben. Egal. Egal. Ganz ein bisschen. Fällt kaum auf. Okay. Dann schauen wir nochmal nach unseren Pflanzen. Allgraunen haben wir noch. Oh, ein Unsichtbarkeitstank. Ederos verwenden wir irgendwie nie. Ederos-Tränke verwenden wir halt so gut wie nie. Dann schauen wir gleich schon mal, was unsere anderen Tierwesen machen. Ob es denen auch gut geht. Dann ist diese Folge auch schon wieder durch, ey. So schnell kann es gehen, ne? Einmal im Raum der Wünsche, ne? Kommst du nie wieder raus. Der Raum der Wünsche ist sowas wie ein Bermuda-Dreieck von Hogwarts Legacy. Ohne Scheiß. Hallo. Lauf doch dagegen. Hallo. Wie geht's? So. Wir warten einfach. So. Mal gucken, wer zu uns kommt von selber. Man, jetzt erstmal alle ziemlich dicken. Nam, 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 nam. Das sieht schon krass aus, muss ich sagen. Man hört euch bis hier hinten schmatzen. Was sagt uns das? Nein, 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 nein. Das ist das Problem bei den fliegenden Tierwesen. Die hauen ganz gerne mal ab. Nachvollziehbar. Es sind halt ja immer noch wilde Tiere. Ne? Es ist schon irgendwo Logo. Nur hier drin kann ich nicht fliegen. Das ist das Ding. Aha. Unsere Dodos, also unsere Diricords. Könnt ihr mir erzählen, was ihr wollt? Die Ähnlichkeit ist ja wohl gegeben. Also es ist ja jetzt hier nicht an den Haaren herbeigezogen. Eindeutig.
Sehr schön, sehr schön. Ich glaube, wir haben alle, oder? Nee. Bei den Fupern verkacke ich es immer. Oder bei den Jabberneulen. Ah, hi. Entschuldige. Es tut mir leid. Wollte ich nicht übersehen. Passiert mir aber echt oft. So, hier ist alles tutti. Sehr gut, sehr gut. Ah, doch, das macht was her, ey. Das macht echt Spaß. Dann schauen wir einmal hier nochmal nach. Ob hier auch alles schmufestens ist. Ja, hier sind alle versorgt. Nistend. Trächtig. Okay. Dann schauen wir nochmal nach unseren Niffniffs. Muss ja auch sein, ne? Soll sich keiner benachteiligt fühlen hier. Niffniff. Niffniff Füttertime. Da. Hallo. Ich glaube, das ist Sarahs Lieblings-Niff-Niff. Hallo. Könnte ich mir den ganzen Tag angucken. Ja, Entschuldigung. Oh, Mann, ey. Du machst schon Nam Nam. Sehr gut. Nam Nam. Umbenennen. Ist er Sarahs Lieblingsniffniff? Nee, es ist ein männlicher Kollege. Schade. Schade. Niffniff. Na komm, nochmal Nachschlag hier. Wir haben aber auch wirklich alle, ne? Ja. Nam nam. Genau. Mit Wein gemacht. Hallo. Ich sag euch, wie es ist, ne? Wenn Sarah und ich jetzt schon zusammen wohnen würden, ich würde gar nicht zum Aufnehmen kommen. Die würde die ganze Zeit sich um den Niffniffs kümmern. Ja, Niffniff müde. Niffniff muss ein Bubu machen. Das ist aber ein passender Zeitpunkt, denn, Ladies and Gentlemen, damit sind wir offiziell am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich natürlich über eine positive Bewertung freuen. Ganz wichtig, Videobeschreibung abchecken. Ja, dort findet ihr mein Partner Instant Gaming Triebwerk und selbstverständlich den Merch verlinken. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit euch und noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, macht's gut und ciao. Don't ever think about me. Don't ever think about me. Don't ever think about me.